Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Hör 2. Wir widmen uns dem Weiterbau hier im Bauabschnitt Süderbrarup. Und bevor wir uns der Ortschaft selbst widmen oder beziehungsweise nur einigen ausgewählten Dingen davon, machen wir mal ein bisschen was hier zum Thema Landwirtschaft. Ich habe ja dieses große Landmaschinenpaket installiert vor kurzem und auch schon zum Einsatz gebracht. Und hier zeige ich euch einfach mal ein paar Beispiele, wie man das zur Anwendung bringen kann. Ich ziehe mir hier erstmal über drei ausgewählte Felder diesen unsichtbaren Weg. Das ist jetzt, glaube ich, noch der aus dem RTP-Mod-Paket, aber das Landmaschinenpaket enthält auch nochmal verschiedene, ja, unsichtbare Wege, die man einfach überpinseln kann. Seht ihr hier, das wird jetzt gerade damit ausgestattet, kommt in verschiedenen Geschwindigkeiten daher. Wichtig ist dann, dass man diese Haltestellen hier auch einbaut. Auch alles in diesem Landmaschinenpaket enthalten. Und davon baue ich hier bei jedem Acker mal zwei Stück ein. Also wir haben jetzt praktisch links unten eine und rechts oben eine. Einbahnstraßenverkehr beachten. Wie man dann die Felder gestaltet, ob man das irgendwie anpinselt oder ob man es vielleicht gleichförmig mit einer Textur behakt, also praktisch alles mit dieser Feldtextur ausstattet oder einfach nur einen Acker nimmt oder was auch immer. Das ist jedem selbst überlassen. Ich probiere aktuell alle Varianten aus und schaue dann einfach mal, was mir am besten gefällt. Jetzt wird die Linie gesetzt über diese ganzen Wegpunkte, die ich hier hinzugefügt habe. Und genau dort wird jetzt der Mähdrescher entlangfahren. Ich stelle mir hier nur schnell ein Depot hin, damit ich praktisch direkt nebenan diesen Mähdrescher losfahren lassen kann, setze den auf die Linie. Und da gibt es ja dann verschiedene Varianten. Das ist eben jetzt der, der immer aktiv ist. Man kann das noch wesentlich komplexer machen. Das entnehmt ihr bitte dem Tutorial, was es dort gibt. Nämlich mit Industrien, die man da auch noch setzen kann. Und dann kann man es, glaube ich, tatsächlich so gestalten, dass der Mähdrescher praktisch ohne Animation zum Feld hinfährt. Und wenn man das alles richtig eingerichtet hat, beginnt die Animation erst dort auf dem Feld. Werde ich mir sicherlich auch noch irgendwann zu Gemüte führen. Aber für meinen Bedarf ist das hier erstmal vollkommen ausreichend. Schaut euch das an, wie cool das ist. Okay, gut. So viel nur ganz kurz dazu. Wollte ich mal ganz kurz noch hier mit drin haben. Dann so ein bisschen Ortschaftsgestaltung. Ich habe hier, glaube ich, tatsächlich nur drei verschiedene Bau- oder vier verschiedene kleine Bereiche herausgepickt. Weil ansonsten besteht das Dorf halt wirklich nur aus ganz simplen Wohngebäuden, Wohngrundstücken. Und das ist halt jetzt so eine kleine Besonderheit in Anführungszeichen. Also einfach so ein kleines Einkaufszentrum, Supermarkt. Und da haben sich noch ein paar andere kleinere Geschäfte angesiedelt. Das ist halt so hier im Ort die Einkaufsmöglichkeit, die einzige Einkaufsmöglichkeit tatsächlich auch. Ist noch irgendwie eine kleine Boutique mit dabei auf diesem Areal. Ein Bäcker möglicherweise, was auch immer. Das hat sich hier alles rund um diesen Supermarkt mit angesiedelt. Parkflächen geschaffen, selbstverständlich. Und natürlich die Parkflächen auch aufgefüllt. Ein paar Einkaufswägen dazugestellt. Und einfach das alles so ein bisschen lebendiger gestaltet. Mit diverser Kundschaft, die ich hier auf dem Areal verteilt habe. Ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Aber so ein bisschen was gibt es natürlich schon hier auch zu sehen. Hier ein bisschen Ware aufgereiht, die vielleicht gerade reduziert angeboten wird. Und diese Lidl-Schilder passend zum Supermarkt noch dazu gepackt. Dann stellen wir hier noch ein paar Bäumchen auf. Und widmen uns direkt dem nächsten Areal. Das ist hier diese Kirche. Finde ich von der Textur her auch ganz passend. Eher schlichtes Kirchengebäude und tatsächlich ohne Kirchturm. Ist, glaube ich, auch irgendeinem Original entnommen. Habe ich, glaube ich, auf dieser Karte noch gar nicht verwendet. Und auch hier, dieses Areal wird auch eher schlicht gestaltet. Hier vielleicht noch so ein kleiner Garten mit dabei. Pinseln wir uns noch so ein bisschen an. Fügen noch ein paar Sitzgelegenheiten hinzu. Also nichts Besonderes. Aber erfüllt seinen Zweck. Dann hier drüben wird es vielleicht noch mal ein bisschen interessanter. Bauernhof von Ingo dazugestellt. Also und dann hier dieses Stallgebäude. Und links seht ihr schon dieses Silo-Gebäude. Das ist nämlich auch eine dieser Stationen aus dem Landmaschinenpaket, was man eben auch in so eine Landmaschinen-Szenerie oder Linie integrieren kann. Denn die Mähdrescher haben ja auch so eine Animation, habt ihr vielleicht auch gesehen.
eine quasi Entladeanimation, und wenn man das dann eben bei diesem Silo mit dem Auffangbehälter, der im Boden eingelassen ist, wenn man da den Mähdrescher drüber fahren lässt, dann sieht das schon auch ziemlich cool aus. Stichwort Mähdrescher habe ich hier mal alle aufgereiht. Sämtliche Varianten, 3 Stück gibt's. Und generell auch die ganzen anderen Fahrzeuge habe ich hier mal so ein bisschen mit dazugestellt, damit wir die so nach und nach alle hier mal zu sehen bekommen. Und dann machen wir nochmal einen kleinen Themensprung. Also das mit den Landmaschinen und Bauernhöfe und so weiter, das wird sich jetzt noch ein paar Mal wiederholen, weil da steckt ja schon noch eine ganze Menge mehr drin. Es nimmt so nach und nach alles zu hier auf der Karte. Ansonsten, ich habe ja gesagt, ich habe einfach alles mit diesen ja, ganz normalen Vanilla-Grundstücksgebäuden, tralala und so weiter. Also alles, was ihr hier seht, vollgestellt und dann aber in Teilen halt noch ein bisschen aufgewertet. Also noch Zäune dazu gebaut, die verschiedenen Gartentore hier auch wieder zum Einsatz gebracht. Einige Garagen, Carports und so weiter aufgestellt. Einfach um die Straßenzüge hier noch ein bisschen zu pimpen, könnte man sagen. Wie üblich auch ein bisschen mit den Texturen noch ein bisschen was gemacht. Und hier und da einfach noch ein bisschen vor mich hin dekoriert, wie ihr sehen könnt. Hier diese Blumenkästen und was es nicht alles gibt. Autos geparkt, selbstverständlich. Habe ich jetzt auch nicht mehr flächendeckend gemacht, aber halt, ich habe mir ein paar so Straßenzüge herausgegriffen. Und bin einfach noch einmal drüber gegangen über die ganze Ortschaft und habe geschaut, wo wird es denn noch Sinn machen, wo kann man noch ein bisschen vor sich hin dekorieren. Und das ist eben genau das, was ihr jetzt zu sehen bekommt. Kleine entspannte Deko-Session. Mülltonnen an der Straße, irgendwo am Grundstück aufgereiht. Kommt auch immer gut, finde ich. Und diese tollen Gartentore, ich kann mich nur wiederholen. Auch so eine schöne Mod einfach. Ganz, ganz großartig. So, hier auch nochmal Hecke vervollständigt. Nicht jeder kriegt ein Gartentor oder so ein ganzes Gatter oder so. Muss ja auch nicht sein. Die Mischung macht's am Ende. So, die letzten Mäuerchen und Zäune werden reingezogen. Und ich denke, das reicht auch für heute. Widmen wir uns ein paar Bewegt-Hin-Bildern hier rund um Süderbrarup. Eine kleine Mitfahrt habe ich dann anschließend auch noch mit eingebaut, wo wir hier ein bisschen so kreuz und quer über die Felder und durch das Dorf fahren werden, damit man alles nochmal aus der Nähe zu sehen bekommt. Und ich habe es ja schon gesagt, es ist relativ viel aus der Zeitraffer rausgeflogen, beziehungsweise ich habe es gar nicht gefilmt. Also es sind ja wirklich viele Felder hier auch noch entstanden in dem ganzen Bereich. Das ist halt, das hat man schon so oft gesehen und man wird es noch öfter sehen. Hier habe ich es jetzt einfach mal weggelassen, genauso wie diese ganzen Entwässerungsgraben. Das ist ja auch immer derselbe Kram, habt ihr auch schon oft gesehen, bekommt ihr noch öfter zu sehen. Von daher, aus dieser Folge habe ich es einfach mal alles rausgenommen. Konzentrieren wir uns so ein bisschen auf die Grundstücke, wo es halt ein bisschen detailreicher zugeht, was vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen interessanter sein dürfte, wie zum Beispiel eben dieser kleine Bauernhof hier, der am Ende doch ein bisschen größer geworden ist. Und da auch noch schön zu sehen, das ganze Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Mods. Also dieses Stallgebäude ist ja diesem Farmer-Mod, glaube ich, entnommen. Das Hauptgebäude hier, der Bauernhof, das ist von Ingo. Landmaschinenpaket, wie hier schön zu sehen, ne? Ist ja neulich erst erschienen von Rico und Konsorten, sage ich mal. Da waren ja viele Leute dran beteiligt. Und dann die Zäune noch natürlich nicht zu vergessen. Die Fahrzeuge, da sieht man einfach mal, wie schön das alles ist mit all diesen Mods. Wenn man alles irgendwie zusammen benutzt. Einfach großes Kino. Und was man mit Landwirtschaft und Bauernhöfen hier mittlerweile alles anrichten kann, wollte ich schon sagen, veranstalten kann, bauen kann, das ist halt einfach wirklich ein Träumchen, kann man nicht anders sagen. Superschön. Hier sieht man auch nochmal ein etwas älteres Modell vom Mähdrescher im Einsatz. Hier drüben auf der Weidefläche, aus der Perspektive jetzt gerade nicht zu erkennen, aber man hat es ja schon ein paar Mal gesehen, auch ein super cooles Objekt, was in diesem Landmaschinenpaket enthalten ist, ist halt eben dieser ja, Kesselwagen, wie nennt man das noch, also dieses, der Fassanhänger, sage ich mal, wenn mir gerade das richtige Wort nicht einfällt, wo halt auch direkt eine Tränke mit dran
angedockt ist, wie man das ja auch oft sieht bei so Weideflächen, dass halt einfach dieser Kesselanhänger, das Fass direkt auf den Acker, also auf die Weidefläche gestellt wird und da ist eben direkt die Tränke mit dran. Das hat mir auch schon lange gefehlt, schwierig zu improvisieren und jetzt haben wir genau dieses Objekt. Sehr, sehr cool. Ansonsten hier nochmal so ein bisschen Blick auf die verschiedenen Straßen. Ja, nix Außergewöhnliches, eher die gemütlichere Nummer hier, würde ich sagen. Bisschen idyllischer vielleicht. Und um 20 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt, die es hier gar nicht gibt. Es gibt keine Bürgersteige. Hier nochmal der Blick auf das Kirchenareal. Friedhof habe ich jetzt auch weggelassen. Hätte ich natürlich auch noch irgendwo hinquetschen können. Aber man muss auch nicht jede Ortschaft völlig überfrachten. Schule gibt es auch nicht, da müssen sie einfach ins nächste Dorf fahren, ne? Dafür ist das Dorf einfach zu klein. Westersiel zum Beispiel, da gibt es glaube ich ein Schulgebäude. Aber ein paar Einkaufsmöglichkeiten gibt es vor Ort. Und das muss auch reichen. Kaum Tourismus, bis vielleicht auf eine Handvoll privater Ferienwohnungen oder so. Hier hat man noch seine Ruhe, hier ist die Welt noch in Ordnung, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ja, im Hintergrund nochmal 101 mit Umleiter Intercity, wobei die Züge heute jetzt nicht so wirklich im Fokus stehen. Ausnahmsweise mal. Aber ich denke, ich kann einigermaßen zufrieden sein mit der ganzen Geschichte. Ungefähr so hatte ich es mir vorgestellt. Kleine, überschaubare Ortschaft, kleines Dorf. Bahnhof etwas außerhalb gelegen. Hätte vielleicht sogar insgesamt noch ein bisschen weniger sein können, aber ich denke im Großen und Ganzen geht das schon klar. Hier nochmal so ein bisschen zur Gesamtübersicht. Und ihr seht auch, hier endet dann so langsam aber sicher der Küstenbauabschnitt. So, dann hier nochmal ganz kurz zur Übersicht. Das ist jetzt unsere kleine Rundfahrtlinie. Da werden wir jetzt ein bisschen durch die Gegend gurken, uns alles nochmal ganz kurz aus der Nähe anschauen. Bisschen über die Felder und Weiden drüber und so weiter. Und wir starten hier vorne bei der Tankstelle mit dieser Karre hier, die wir, glaube ich, auch noch nie benutzt haben für sowas. Auch ziemlich cool. Ich weiß nicht mehr, wo die enthalten ist. Ich glaube aber auch, die müsste von Huge Dragon sein. Bin mir fast sicher. Also historisches Feuerwehrfahrzeug. Damit drehen wir jetzt eine kleine Runde. Same Day Fire Company. Weiß nicht so ganz, wie ich den Werbeslogan deuten soll. Soll das einfach heißen, Feuerwehr kommt noch am selben Tag? Möglicherweise. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier schönes historisches Wägelchen. Wir begeben uns mal auf die Reise. Und keine Sorge, so langsam ist die Karre nicht. Ich glaube, Tempo 50 schafft das schon damit. Kommen wir hier schon irgendwie durch. So einigermaßen. Wir fahren ja eh größtenteils über Feldwege. Gut. Ich weiß gar nicht, habe ich Ortstafeln aufgestellt? Bin nicht ganz sicher. Ja, könnte ich vergessen haben. Aber ansonsten ist es, glaube ich, detailmäßig alles einigermaßen zufriedenstellend ausgestattet hier. Kann man schon so machen, denke ich. Gut, wir biegen direkt ab, runter von der Landstraße, einmal Richtung Bahnhof, gurken hier so ein bisschen durch die Gegend, werden dann die Gleise überqueren und dann dort so ein bisschen über die Feldwege fahren. Ich denke, wir werden auch die ein oder andere Landmaschine, also Traktoren, Mähdrescher und Co. zu sehen bekommen. Da vorne fährt schon der Metronom ein, kriegen wir also tatsächlich doch nochmal einen Zug zu sehen. Links kleine Wirtschaft hier. So, da kommt der Bus angefahren. Ja, eigentlich niederländisch, ne? Aber finde ich, passt trotzdem irgendwie von der Optik her. Und dadurch, dass es, ich glaube, so eine Art Friesland-Linie ist, die hier nachempfunden wurde von Arriva, passt das doch ganz gut hier hin. So, dann natürlich hier auf der anderen Seite auch nochmal kurz am Bahnhof vorbei und hier links an dem kleinen Fabrikareal. Dann haben wir hier linker Hand noch ein paar alte Bauernhöfe stehen. Ein paar Hündchen.
Ah, die fahren, vielleicht fahren die zum Hundestrand. Mit den Öffentlichen tatsächlich. Sehr lüblich. Ja, das kann sein. Würde passen. Wenn die jetzt auf die andere Seite rübergehen, auf Gleis 1, würde man zum Hundestrand kommen. Muss man halt ein bisschen laufen. Okay, wir fahren weiter. Passieren den Bahnhof. Fahren jetzt praktisch auf die Küste zu. Und gurken hier mal so ein bisschen über die Felder. Und bei diesen Landmaschinen, also gerade auch die Traktoren mit den verschiedenen, ja, Anhängern und Aufbauten hinten dran, da ist auch einiges enthalten. Sehr, sehr cool. Was haben wir hier? Das ist, bin mir nicht ganz sicher. Also generell mit Landwirtschaft ist nicht so ganz mein Thema. Flug ist es jedenfalls nicht. Ich glaube, das ist das... Ja, ich habe es vergessen. Ich glaube, der sät. Das müsste so eine Art Sämaschine sein. Er da hinten hat auf jeden Fall den Pflug hinten dran. Dann gibt es noch, ich glaube, so eine Art Güllefass. Odel, sagt man in Bayern. Dann gibt es, glaube ich, dann gibt es noch den Mistwerfer, Miststreuer. Also es ist wirklich umfangreich. Es ist mega cool. Und dann gibt es halt auch noch diese, ja, wie nennt man die Dinger? Harvester-ähnlichen Dinger, die halt praktisch für die Holzgewinnung zum Bäumefällen praktisch vorgesehen sind. Die habe ich jetzt noch gar nicht zum Einsatz gebracht. Kann man sicherlich auch noch ein paar coole Sachen mit veranstalten. Bis hin zu einer Schrottpresse. Eine voll animierte Schrottpresse. Wird es auch in einer der nächsten Folgen irgendwann zu sehen geben. Habe ich jetzt erstmal bei dem Bauernhof mit draufgestellt aufs Areal. Einfach weil ich aktuell keinen besseren Ort gefunden habe. Aber das wäre natürlich auch nochmal ein Anlass, einen coolen Schrottplatz zu machen. Eine voll animierte Schrottpresse. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Absolut geil. Also, kann mich nur wiederholen. Das Paket ist einfach mega cool. Holt euch das auf jeden Fall. Da steckt so viel Zeug drin, was man entdecken kann. Ja, es ist eine reine Freude. Okay, dann sind wir hier ein bisschen rund um die Felder herum gegurkt. Ich meine, ich habe es auch so gemacht, dass wir jetzt sowieso schon in den nächsten Bauabschnitt hineinfahren. Also quasi schon mal hier so ein Mini-Ausblick auf das, was demnächst kommen wird. Wir fahren jetzt hier nochmal einmal hinter der alten Fabrik vorbei. Ich weiß bis heute nicht, was dort produziert wird. Ich habe nicht nachgesehen, keine Ahnung. So, dann glaube ich, geht es ein kleines Stückchen hier über die Landstraße weiter. Vorbei an der kleinen Weidefläche hier. Hier auch nochmal, wo quasi das Meer in diesen Fluss einmündet. Oder besser gesagt andersrum. Steht auch nochmal ein Leuchtturm. Da hinten kommt dann schon der nächste größere Bauernhof. Da werden wir dann auch diese tolle Schrottpresse zu sehen bekommen. Unter anderem plus Misthaufen, also so richtig abgedeckte, mit Plastikfolie abgedeckte Misthaufen sind nämlich auch dort drin enthalten. Genau diese Objekte, wo ich schon ewig rum überlegt habe, weil das sehe ich ja oft beim Fahrradfahren. Ihr werdet es bald zu sehen bekommen. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich habe immer schon überlegt, wie man sowas umsetzen könnte in Transportfieber. Oft sieht man die Dinger auch, die sind dann mit irgendwelchen Autoreifen beschwert und so. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Aber irgendwie ist mir nicht so wirklich was eingefallen. Und jetzt gibt es eben genau diese Objekte, als wenn da irgendwie Hellseherei stattgefunden hätte. Finde ich ganz, ganz großartig. Also die kommenden Bauernhöfe werden alle, glaube ich, immer noch interessanter werden. So, jetzt sind wir schon mittendrin im nächsten Bauabschnitt. Wird es auch wieder ein paar nette landwirtschaftliche Szenerien geben. Einen Bahnübergang, eine Eisenbahnbrücke. Also Streckenbau im Wesentlichen. Plus ein bisschen nette Szenerie, wie hier zu sehen. Auch wieder allerhand Weideflächen. Ordentlich Kühe. Netter kleiner Entwässerungsgraben hier zwischen Bahndamm und dem Ackerland sozusagen oder dem Weideland. Da kommt nochmal der Rail Adventure. Sonderzug vorbei. Viele Sonderzüge aktuell unterwegs hier. Museumszüge, Fotogüterzüge und so weiter. Ah, wunderbar. Schöner Anblick. Rollt hier schön geschmeidig über den Bahndamm.
Richtung Schweiz. Und das vielleicht schon mal so als kleiner Ausblick. Wir werden uns jetzt hier ein Stückchen die Küstenstrecke entlang arbeiten mit weiterer Landwirtschaft, weiteren Bauernhöfen. Ein, zwei Bahnübergänge kommen noch dazu. Und dann kommen wir schon in die nächste etwas größere Ortschaft, / Kleinstadt, was dann auch der letzte Bahnhof auf deutschem Boden sein wird. Danach wird praktisch der Seitenwechsel vollzogen, also ab da dann Linksverkehr, und dann kommen auch die Schweizer Signale ab dort zum Einsatz. Also aber erst nach dem Bahnhof. Ursprünglich hatte ich mir überlegt, ich mache einfach praktisch auf der einen Seite des Bahnhofes deutsche Signalisierung und auf der anderen Seite bei der Ausfahrt dann Schweizer Signalisierung, aber das ist wohl extrem unüblich bzw. unrealistisch. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und ich werde das jetzt anders gestalten. Also Bahnhof wird noch Deutschland sein und danach geht es direkt in die Schweiz. Hier, ein paar Kilometer hinter der Küste. Aber ist ja alles fiktiv. Von daher kann ich hier tun und lassen, was ich will. So, haben wir doch noch ein paar mehr Züge gesehen, als ich gedacht hätte. Sehr schön. Hat sich ja doch noch nett ergeben. Gut, dann meine ich, fahren wir einmal kurz so ein bisschen durchs Dorf durch, schauen uns da ein bisschen um, schauen nochmal bei diesem etwas größeren Bauernhof vorbei und dann nochmal ein bisschen über die Felder und so weiter. Ah doch, hier, Ortsschilder hatte ich doch aufgestellt, ja, genau. So, dann, ein, zwei Bastelfehler sehe ich hier schon, aber alles nicht dramatisch. Und hier müsste es, genau, hier geht es jetzt direkt zu diesem kleinen Bauernhof. Auch da lassen wir uns mal kurz blicken. Links auch Weidefläche, allerdings aktuell keine Kühe drauf. Das wächst jetzt erstmal wieder nach. Man muss auch nicht jede Weidefläche mit Kühen zuballern. Auch links übrigens der Unterstand hat man, glaube ich, gesehen in der Zeitraffer, ist auch aus diesem Landmaschinenpaket, genauso wie die Traktoren, die Anhänger, die dort stehen. Und das ist eben jetzt hier diese Silo-Verladestation, nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Wo praktisch dann das der geerntete Kram reingeschüttet wird. Und das lässt sich natürlich auch alles wunderbar kombinieren, eben mit Mähdreschern und so weiter. Ja, schon sehr, sehr cool. Und seht's mir nach, wenn ich mich halt einfach mit diesen landwirtschaftlichen Begrifflichkeiten nicht auskenne. Ist nicht mein Metier. Ich mag einfach die Idylle, die das Ganze ausstrahlt. Finde ich großartig. So, dann lassen wir mal den Bauernhof hinter uns. Und fahren erstmal zum Lidl. Da unten steht es ja eh angeschrieben. Das ist eben jetzt hier die Fahrversion des Mähdreschers. Also die, wo eben das Mähwerk hoch angehoben ist. Und in der Richtung wird es auch noch irgendwann wieder weitergehen. Also wo wir gerade drauf zugefahren sind, mal so eine Unterführung erkennen können. Die Neubaustrecke, das gliedern wir aber jetzt erstmal komplett aus und werden erstmal noch ein bisschen weiter an der Küstenstrecke rumbasteln. Beziehungsweise, ich glaube in der nächsten Folge, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, für die nächste Folge hatte ich eigentlich sogar nochmal ein Stückchen Neubaustrecke vorbereitet. Dann haben wir da auch nochmal ein bisschen Abwechslung drin. Zu all diesem Idyll haben wir dann nochmal ein paar schnelle Züge und so weiter. Ich glaube, das passt ganz gut. Okay, dann sind wir hier schon am Lidl Süderbrarup angekommen. Auch hier wie üblich mit unsichtbaren Straßen alles ausgestattet, damit man hier so ein bisschen rumgurken kann. Wir halten uns aber nicht lange auf, fahren direkt weiter. Und fahren in einem etwas größeren Bogen nochmal zurück zum Bahnhof, dort wo wir mehr oder weniger gestartet sind. Ach und stimmt, das hatte ich gar nicht erwähnt, ne? Eine Feuerwache ist auch noch dazugekommen. Die ist mir im Nachhinein eingefallen, dass das auf jeden Fall noch mit dabei sein sollte. Hat man, glaube ich, vorhin hat man sie irgendwo gesehen. Ja, aber nur so ein ganz schlichtes Ding.
kleine Dorf. Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr. Okay. Dann, das ist sowas ähnliches wie eine Umgehungsstraße hier. Und da vorne übrigens diese, ja, das Depot, was sich dort befindet und eben diese LKW-Händler hier, Mercedes-Händler, was auch immer, Werkstatt, habe ich eigentlich dort nur hingestellt, um halt dort Fahrzeuge bestellen zu können und um mir eine LKW-Linie anlegen zu können, aber ich habe es dann einfach stehen gelassen, weil es irgendwie hat es da ganz gut hingepasst, so ein bisschen Gewerbe, was sich dort niedergelassen hat, außerhalb der Ortschaft. Das passt schon. So, dann hier nochmal ein bisschen über die Felder tuckern. Auch da wird überall schön gearbeitet. Super, die Traktoren, großartig. Na, kommt schon der nächste Mähdrescher eingebogen. Da wird es ein bisschen eng hier auf dem schmalen Feldweg. Sieht einfach super aus. Ein funktionierender Mähdrescher, ich kann mich nur wiederholen. Wie cool das doch ist. So, und hier das ganz alte, ich glaube russisches Fabrikat oder so. Ich weiß es nicht genau, sieht aber so aus. Zumindest wenn man nach der Schrift geht. So. Dann haben wir es, glaube ich, gleich hinter uns gebracht. Vorne wäre dann schon der Bahnhof. Wir verlängern es noch ein bisschen. Biegen hier nochmal rechts ab. Fahren hier auch nochmal das Feld entlang. Dann sehen wir nämlich hier drüben auch nochmal. Der bringt, glaube ich, Mist aus. Toll, ne? Komplett hier mit Animationen. Und wir werden demnächst auch nochmal ein bisschen genauer auf diese Fahrzeuge schauen. Habe ich auch schon ein paar Aufnahmen vorbereitet, wollte ich sagen. Weil das ist schon auch alles sehr, sehr detailreich. Also auch wirklich mit irgendwelchen animierten Gestängen. Und da steckt ganz viel Detailarbeit drin. Wirklich, also sehr viel mit Liebe alles zubereitet, könnte man sagen. Werden wir auf jeden Fall noch einige Male ein bisschen genauer hinschauen. Da gibt's, also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel zu entdecken in diesem Landmaschinenpaket. Nicht nur was die Vielfalt angeht, auch einfach was die Detailarbeit bei diesen ganzen Gerätschaften und Fuhrwerken angeht. Ein Quell der Freude, könnte man sagen. So, dann noch ein letztes Mal zurück auf der Landstraße. Und wir fahren zum Bahnhof und werden dort dann Feierabend machen. Hier haben sich noch mal ein paar Gassigänger getroffen. Ich glaube, wir fahren sogar noch mal auf die andere Seite rüber. Dort, wo sich die Bushaltestelle befindet, habe ich dann die Linie enden lassen. Nochmal über den Bahnübergang. Und das Ziel vor Augen. Und damit, denke ich, hat man soweit, hoffe ich doch, so ziemlich alles gesehen, was hier in Süderbrarup und Umgebung entstanden ist. Ich denke, wir werden auch früher oder später mal wieder einen Abstecher hierhin machen. Im Zuge irgendeiner Rundfahrt oder irgendwie sowas in der Richtung. Ansonsten, ja, wie gesagt, nächste Folge nochmal einen kleinen Abstecher an die Neubaustrecke, dass wir da parallel zu dem ganzen Kram hier auch ein bisschen weiterkommen. Und ansonsten, ja, geht's quasi aus dieser Perspektive dort hinten rechts, genau dort hinten weiter. Ein bisschen was kann man ja aus dieser Perspektive schon erkennen. Gut, dann soll es das für den Moment gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da.
Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut.